Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich wieder mal zu einem Landwirt.com Training begrüßen darf am heutigen Tag, auch wenn ich schon einen Morgenstress heute gehabt habe und ein bisschen sehr, sehr spät gekommen bin. Darum wird meine Begrüßung heute ein bisschen kürzer ausfallen und ich werde dem Josef ein bisschen mehr Redezeit einräumen. Das passt aber perfekt. Ich möchte aber dann trotzdem hinweisen, unsere Landwirt.com Trainingsreihe geht in die letzten Runden eigentlich. Wir haben heute noch das Training vom Josef über die Landtechnikwerkstatt und Ersatzteilversorgung. Was erwarten sich Landwirte davon wirklich? Ich bin selbst gespannt. Josef hat mir bei der Einleitung vorher, bei der kurzen Besprechung gefragt, hast du irgendwelche überraschenden Ergebnisse gesehen? Habe ich gesagt, die schaue ich mir jetzt an. Ich habe keine Zeit gehabt, mir das die Präsentation anzuschauen und ich vertraue dem Josef voll, dass er das bestens macht. Nächste Woche sind wir noch einmal an der Reihe, die Turner Sulu und ich wahrscheinlich, mit Tipps zum Online-Vertrieb. Was kann man besser machen? Und ich habe viele Dinge schon oft gesagt, aber ehrlicherweise, wir finden bei jedem Zugang immer noch Optimierungspotenzial. Oft sind es ganz Kleinigkeiten, die man besser machen kann, ein bisschen besser beschreiben, ein bisschen besser fotografieren und solche Dinge. Wir wiederholen es nächste Woche wieder für die, die es interessiert. Ich sage immer, ein Tipp vor so einem Training ist es schon wert, dabei gewesen zu sein. Also nächste Woche, 25.03. Tipps zum Online-Vertrieb. Maschinen platzieren alleine ist zu wenig inzwischen. Das wissen wir, man muss schon ein bisschen mehr tun und ein bisschen aktiver sein im Online-Vertrieb. Sowieso einer meiner Wünsche, dass der Verkäufer der Zukunft sich als digitaler Verkäufer sieht und nicht als Verkäufer, der von Hof zu Hof fährt. Da kennt man meine Meinung eh. Und in 2 Wochen ist der Burkhard Babinger dabei mit Stress lass nach, Selbstmanagement, wie kann man Stress reduzieren? Auch ein wichtiges Thema, hätte ich heute auch schon braucht, aber es ist eigentlich gegangen. Ich fühle mich jetzt wieder ganz entspannt. So entspannt, Josef, dass ich dich begrüßen darf. Es freut mich. Josef ist ja schon sehr, sehr lange bei uns als externer Berater dabei und macht ganz gute Sachen. Alle, die Pressemeldungen der letzten Tage gelesen haben, haben ja auch gelesen, er wird auch eine neue Funktion übernehmen oder kann er, wenn er will, schon mehr dazu sagen. Aber ich bin jetzt einmal sehr gespannt, Josef, was Händler machen müssen, damit Landwirte glücklich sind in der Ersatzteilversorgung und in der Werkstätte. Und übergebe das Wort an dich. Danke. So, ich gebe mal schnell meinen Bildschirm frei. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ganz kurz. Ich habe nach meiner landwirtschaftlichen Ausbildung unseren Betrieb zu Hause übernommen, war eine Zeit lang in der Industrie tätig, während meines Studiums auch an der BOKU tätig, auch Geschäftsführer bei einem Händler. Das heißt, ich habe so alle Stationen durch, vom Hersteller über Händler bis zum Kunden. Und was mir noch gefehlt hat, war dann die Tätigkeit bei einem Importeur. Und das werde ich jetzt sozusagen nachholen. War die vergangenen 2 Jahre selbstständig tätig in verschiedenen beratenden Funktionen und eben in der Landwirtschaft. Und falls nach diesem Webinar jetzt dann so ist, dass jemand den dringenden Wunsch verspürt, in Zukunft in Österreich Deutz Fahr und JCB zu verkaufen, dann darf er sich gerne bei mir melden. Warum ist das Thema Werkstatt, Service, Ersatzteile wichtig? Wir sehen momentan und die Ergebnisse, die Sie da jetzt sehen, das ist aus einer Umfrage aus dem November. Das heißt, vor dem Ukraine-Krieg. Und da war es schon so, dass man gesehen hat, dass die Investitionsbereitschaft in der Landwirtschaft zurückgeht und dass der Anteil derer, die momentan vorhaben, gar nichts zu investieren, so hoch ist wie noch nie. Und das heißt, wenn der Ertrag im Verkauf zurückgeht, ist umso wichtiger, den Ertrag im After-Sales zu sichern. Ich meine, das ist grundsätzlich eh keine besondere Weisheit. Und das heißt, es geht halt darum, relative Wettbewerbsvorteile zu schaffen, das heißt, besser zu sein als andere. Und das war unsere grundsätzliche Idee, warum wir das gemacht haben.
einmal zu schauen, was erwarten Landtechnikkunden eben von professionellen Händlern, und haben dann eine Umfrage durchgeführt, die eben in mehreren Teilen stattgefunden hat. Das heißt, es geht schon darum, wie richte ich meinen Betrieb aus, aber vorige Woche war eher der interne Blick im Vordergrund, und da geht es jetzt wirklich darum, was sagen die Kunden. Und das heißt, stattgefunden, der Aufbau war so, dass wir eine Vorstudie gemacht haben im Mai 2021, wo wir verbunden mit einer anderen Umfrage einfach zwei offene Fragen gestellt haben, welche Kriterien eben ein Landtechnikhändler auf jeden Fall erfüllen muss, damit er eben für den jeweiligen Kunden in Frage kommt. Und daraus abgeleitet haben wir dann zwei weitere Umfragen durchgeführt, und da hat es eben einen ersten Teil gegeben über die Wichtigkeit und Zufriedenheit bei allgemeinen Themen und Themen des Verkaufs. Und dazu wurde ja schon ein Webinar abgehalten, ich glaube, das war vorigen Dezember. Das gibt es auch unter company.landwirt.com zum Nachsehen, wer das verpasst hat. Ganz kurz, die wichtigsten Punkte bei den allgemeinen Themen waren Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Seriosität, das Einhalten von Versprechen und Vereinbarungen. Das ist mit Abstand das wichtigste Thema, das ist sicherlich das, wo man sagen kann, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man mit einem Kunden überhaupt eine ordentliche Geschäftsbeziehung hat. Das nächstwichtigste war dann die Freundlichkeit, Sympathie, ein wertschätzender, partnerschaftlicher Umgang miteinander. Ähnlich wichtig, allerdings deutlich besser erfüllt als die Geschichte mit der Ehrlichkeit. Und der dritte wichtige Punkt ist ausreichend Zeit für die Kunden nehmen. Das waren die drei Sachen bei den allgemeinen Eigenschaften. Bei den Anforderungen zum Verkauf sind es 14 Eigenschaften, die wir abgefragt haben, die aus der Vorstudie abgeleitet wurden. Und da besonders wichtig war eben die technische Kompetenz. Auch bei landwirtschaftlichen Themen technisch war nur ein bisschen wichtiger. Eine Beratung, die sich an den Anforderungen des Kunden orientiert und dann nicht so sehr an den Wünschen des Händlers. Das ist bei der Vorstudie auffallend oft genannt worden, und man sieht das auch da, dass man das, dass das da sehr wichtig ist. Und Vorführen und Testen für die Kunden selber, also dass sie wirklich die Möglichkeit haben, die Dinge vorher auszuprobieren. Das waren die wichtigsten Themen im Verkauf. Der zweite Teil, den wir heute näher behandeln, ist eben dann die Wichtigkeit und die Zufriedenheit mit Themen, die die Werkstatt und Service betreffen, Ersatzteile und Zubehör. Und bevor wir da jetzt in die Details einsteigen, würde mich interessieren, was Sie glauben, was die Kunden darauf geantwortet haben. Wir haben nämlich eine Frage gestellt, wie sehr die Kunden dieser Aussage zustimmen. Und zwar, meine Maschine kommt bei allen anfallenden Servicearbeiten regelmäßig in die Werkstatt des Händlers. Wie sehr, glauben Sie, stimmen die Kunden dieser Aussage zu? Das geht von stimmt immer bis stimmt gar nicht. Die Leute haben inzwischen schon gelernt, wie die Umfragen bei uns funktionieren. Es beginnen die Abstimmungen schon zu laufen. Und wir machen ja immer so 80% Teilnehmerquote, dann sind wir schon zufrieden. Wir sind jetzt bei 42, 52 sogar schon. Übrigens kann in dem Zusammenhang auch gleich auf den 8. November nächstes Jahr, also im heurigen Jahr, hinweisen. Da gibt es ja wieder reale Möglichkeit, zu einem Landwirt.com-Tag zu kommen, nämlich zum Tag der Landtechnik, den wir gemeinsam mit der AG Landtechnik organisieren. Kommt demnächst auch die Ausschreibung mit den Informationen, wird auf der Welser Messe sein. Und wir freuen uns einmal wahnsinnig, die Leute wieder persönlich zu sehen, nachdem wir doch 2 Jahre relativ viel im Homeoffice oder versteckt im Office arbeiten mussten. Hoffen wir, dass es im Herbst wirklich wieder funktioniert, eine Veranstaltung, eine reale Veranstaltung zu machen. Und sicher sehen wir uns ja auf der Welser Messe und auch auf verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland, hoffen wir, dass wir wieder real gesehen werden für alle deutschen Kunden. So, ich brauche noch eine Stimme, dass wir auf die 80% kommen, kommt mir vor.
Ich beende aber die Umfrage und gebe die Resultate frei. Dann kannst das du kommentieren und vergleichen mit denen, was vorher war. Ja, also das ist eigentlich ganz lustig. Sie sind sich da ein bisschen zu wenig sicher. Es gibt natürlich schon einen guten Anteil, die das immer oder so gut wie immer sagen. Also es sind knapp 20, also 19%, die dieser Aussage schon zustimmen, dass die Maschinen wirklich sehr regelmäßig in die Werkstatt kommen. 28%, bei 28% ist das meistens. Allerdings ist der Anteil derer, die sagen, dass sie das wenig bis gar nicht machen, höher, als sie geglaubt haben. Also man kann sagen, wirklich zufriedenstellend aus Händlersicht sind logischerweise diese 19% und vermutlich auch noch diese 28%. Aber mehr als die Hälfte bringt die Maschinen seltener in die Werkstatt und das ist sicherlich ein Potenzial, das man heben kann. Übrigens für alle, die Umfrage, bitte müsst selber wegklicken mit dem X, dass der Bildschirm vom Josef wieder völlig freigegeben ist. Das kann ich nämlich nicht machen. Ganz kurz, wen haben wir befragt, um die sozusagen die Ergebnisse richtig zu interpretieren? Es waren die Nutzer von Landwirt.com. Das heißt, Landwirt.com schickt den jeweiligen Umfragelink aus und die Teilnehmer, also an die Teilnehmer. Teilgenommen haben 363 Personen, das sind Kunden von 231 Händlern. Das heißt, wir haben pro Händler sozusagen im Durchschnitt 1,6 Antworten. Heißt, es können daraus keine Rückschlüsse auf einzelne Händler gezogen werden, aber natürlich die Aussagen insgesamt sind jetzt einmal rein statistisch recht gut belastbar. Bei den einzelnen Produktionsschwerpunkten sehen Sie da, dass wir da im Prinzip keine besonderen Auffälligkeiten haben. Ackerbau, Grünland, Forst sind die Dinge, die, ich sage jetzt im Landwirt.com-Land, halt sehr gut verteilt sind. Die Teilnehmer haben im Schnitt 3,4 Traktoren pro Betrieb. Damit wird unterschiedlich viel gefahren. Knapp 20% fahren relativ wenig. Viele, also knapp 40% zwischen 150 und 300 Stunden pro Jahr, 23% zwischen 300 und 450 und eben gut ein Fünftel mehr als 450 Stunden pro Jahr. Übrigens decken sich alle diese Werte recht gut mit den Teilnehmern, die an der ersten Umfrage zum Thema Verkauf teilgenommen haben. Das ist praktisch ident. Beim Alter haben wir soweit keine besonderen Auffälligkeiten. Da ist ein bisschen ein Unterschied zur Verkaufsumfrage, dass dort eher jüngere Teilnehmer waren und da sind sie jetzt ein bisschen älter. Das spiegelt sich auch da ein bisschen wieder, weil der Anteil der Hofübernehmer bei der ersten Umfrage ein bisschen höher war. Das ist jetzt aber soweit nicht wirklich so wichtig. Was mir immer sehr wichtig ist, dass wir Teilnehmer erreichen, die eine Perspektive für ihren Betrieb sehen. Abgefragt dadurch, dass gefragt wird, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr Betrieb in der nächsten Generation weitergeführt wird. Und Sie sehen da schon, dass wir da hochgradig Betriebe erreichen, die davon ausgehen, dass es sie in der nächsten Generation noch geben wird. Dann haben wir gefragt, wann wurde das letzte Mal gekauft, wann wurde das letzte Mal die Werkstatt besucht und wann wurden das letzte Mal Ersatzteile gekauft. Das ist jetzt wenig überraschend, dass natürlich das Kaufen nicht so oft stattfindet wie der Besuch der Werkstatt und das Ersatzteilkaufen. Man sieht aber schon, dass öfter Teile besorgt werden, als die Werkstatt besucht wird. Wie weit ist der wichtigste Händler entfernt? Da sehen wir schon, dass Landtechnik nach wie vor ein lokales Geschäft ist. Also gut 40% sind im Umkreis von 10 Kilometer Fahrtstrecke, fast drei Viertel im Umkreis von 20 Kilometer und nur wenige darüber hinaus. Fast 90% haben Kontakt mit mehr als nur einem Händler. Das heißt, die Kunden können auch relativ gut vergleichen. Die meisten haben zwei bis drei Händler, mit denen sie in Kontakt sind und können da natürlich auch relativ einfach zwischen diesen Händlern wechseln, wenn es bei einem Probleme gibt. Ganz kurz zur Erklärung der Umfrageergebnisse, die dann jetzt kommen. Es gibt da drinnen einen Index, der geht von 0 bis 5. Und der entsteht so, dass es natürlich bei den meisten Fragen verbale Antworten gibt. Das heißt,
Es gibt Antworten, wo die Kunden beurteilen können, von sehr gut bis sehr schlecht. Und damit man diese einzelnen Antworten dann miteinander vergleichen kann, gibt es eben diesen Index. Und das heißt, diese Werte werden umgerechnet. Und wenn der Wert 5 betragen würde, dann würden alle mit sehr wichtig oder sehr gut antworten. Und umgekehrt bei 0 wäre alles sehr unwichtig oder sehr schlecht. Nur damit Sie das einordnen können. Kommen wir zuerst einmal zu den Anforderungen an die Werkstatt. Da kommt die nächste Frage. Wir haben abgefragt, wie wichtig ist die Kompetenz in der Werkstatt bei vom Händler verkauften Marken? Wie wichtig ist die Kompetenz in der Werkstatt bei Fremdmarken? Wie wichtig ist die rasche Durchführung von Service und Reparaturen? Telefonische Auskunft zur Fehlerbehebung, Service beim Kunden vor Ort, Ersatzmaschinen bei Reparaturen, Garantieverlängerungen und Wartungsverträge und letztlich der niedrigste Preis bei Werkstatt- und Serviceleistungen. Welche drei Eigenschaften glauben Sie an den Kunden am wichtigsten? Jetzt schauen wir mal, wie sich die Händler im Vergleich zu den Landwirten einschätzen, was wichtig ist. Und wieder funktioniert das Umfragen und das Ausfüllen sehr, sehr gut. Also wir sind schon bei 70%. Also von dem her kriegen wir wieder relativ gute Ergebnisse. Ich glaube, ich kann die Ergebnisse freigeben. Wir sind knapp unter 80%. Ja, das ist interessant, das deckt sich eigentlich relativ gut. Natürlich ist die Kompetenz das wichtigste Thema. Sie ist aber wichtiger als die rasche Durchführung. Die Kompetenz bei Fremdmarken ist den Kunden wichtiger, als Sie das glauben. Die telefonische Auskunft zur Fehlerbehebung ebenfalls. Die Service beim Kunden vor Ort. Gut, das ist unterschiedlich. Aber gehen wir es im Detail durch. Jedenfalls wichtig und das allerwichtigste Thema ist selbstverständlich die Kompetenz. Also das ist 85% sehr wichtig, 12% wichtig. Das ist das Gleiche wie bei dem Thema Ehrlichkeit, bei den allgemeinen Themen. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass Kunden zu Ihnen in die Werkstatt kommen. Und die Zufriedenheit, naja, knapp die Hälfte ist beurteilt die Zufriedenheit als sehr gut. Natürlich nur mal knapp 40% als gut. Was man aber schon sehen muss, ist, dass 3% unzufrieden sind, 1% davon sehr unzufrieden. Und das wirklich Beunruhigende an dem ist ja das, dass das Angaben bestehender Kunden sind. Also das sind bestehende Kunden, die Sie als wichtigsten Händler angeben oder die bei Ihrem wichtigsten Händler die Zufriedenheit als sehr schlecht beurteilen. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der Kompetenz der Werkstatt bei Fremdmarken, dann ist das natürlich wesentlich weniger wichtig. Sie sehen da schon mal den Unterschied und auch bei den Angaben im Detail. Und es ist auch da so, dass natürlich die Erwartung, die Zufriedenheit mit der Wichtigkeit besser zusammenpasst. Also es ist ein wichtiges Thema, aber das wird so, wie es jetzt ist, ich sage jetzt einmal mehr oder weniger so erfüllt, wie die Kunden sich das erwarten. Die rasche Durchführung ist natürlich ein Thema. Es sind dort die Antworten nicht mehr ganz so einheitlich wie bei dem Thema Kompetenz, aber es ist immerhin für 68% sehr wichtig und für 28% wichtig. Und man sieht da schon einen relativ großen Unterschied zwischen der Wichtigkeit und dem, wie das Ganze erfüllt wird und auch durchaus wieder einige, die mit dem sehr unzufrieden sind. Ich meine, natürlich kommt es jetzt auf den einzelnen Kunden an, was dort zu reparieren ist, weil der zweite oder dritte Traktor, da wird es wahrscheinlich weniger tragisch sein als bei einem Mähdrescher während der Erntesaison. Telefonische Auskunft zur Fehlerbehebung.
Ich möchte auf die genaue Fragestellung zuerst einmal noch hinweisen. Es ist nämlich so, dass dezidiert gefragt wurde, wie wichtig diese Auskunft am Telefon ist, auch wenn dieser Service kostenpflichtig ist. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass das zwingend so sein muss, dass jeder Kunde zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann und dann dort gratis am Telefon beraten wird. Die Kunden akzeptieren durchaus, dass das was kostet, aber wichtig ist es, dass sie jemanden erreichen. Das ist für einen großen Teil, 56%, sehr wichtig, für 33% wichtig. Es wird in etwa so gut erfüllt, also Wichtigkeit und Zufriedenheit liegen da in etwa gleich auf. Es gibt aber schon 4%, die unzufrieden sind und davon 2% sogar sehr unzufrieden. Das heißt, man kann da schon was verbessern. Für einen Teil ist es wichtig, für einen anderen Teil nicht so wichtig. Was damit stark zusammenhängt, ist eine Antwort aus der ersten Umfrage, und das ist die generelle Erreichbarkeit des Händlers, auch außerhalb üblicher Öffnungszeiten. Das ist vielen ähnlich wichtig. Also da sind wir bei 50 und 32%. Das ist gut vergleichbar mit dem, was wir vorher gerade gesehen haben. Und da ist aber der Unterschied zwischen der Wichtigkeit und der Zufriedenheit größer. Und dort sind auch 17% unzufrieden und davon 7% sogar sehr unzufrieden. Das heißt, die telefonische Beratung ist das eine, aber vorher mal jemanden zu erreichen, ist sicherlich mal das Erste. Und da gibt es eher nun Verbesserungspotenzial, sicher eher als bei der Auskunft. Service beim Kunden vor Ort, das liegt in etwa gleich auf, also das Angebot und die Zufriedenheit damit. Es sind da die Antworten sehr unterschiedlich. Was da auffällt, ist wieder ein verhältnismäßig großer Anteil an sehr unzufriedenen Kunden. Das heißt, für einige gibt es da sicherlich ein Verbesserungspotenzial, aber im Großen und Ganzen passen da das Angebot und die Zufriedenheit damit recht gut zusammen. Ersatzmaschinen bei Reparaturen, da sind die Anforderungen auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, aber was da auffällt, ist, dass in Summe die Erfüllung sehr deutlich hinter der Wichtigkeit liegt. Und vor allem für diese 10%, wo die Kunden damit unzufrieden oder sehr unzufrieden sind, da gibt es schon ein Verbesserungspotenzial. Also wie gesagt, insgesamt ist die Wichtigkeit verhältnismäßig niedrig, aber es gibt einen Teil der Kunden, denen das sehr wichtig ist, und die Zufriedenheit insgesamt. Also das ist eine der größten Unterschiede bei Wichtigkeit und Zufriedenheit, die wir bei allen Antworten sehen. Garantieverlängerungen und Wartungsverträge, da sind die Anforderungen recht unterschiedlich. Die Erfüllung liegt über der Zufriedenheit. Aus Sicht der Kunden gibt es da ein recht geringes Verbesserungspotenzial. Wobei ich jetzt nur mal betonen möchte, das ist die Sicht der Kunden. Für Sie als Händler ist das natürlich eine der besten Kundenbindungsdinge, die es überhaupt gibt. Und wenn Sie sehen, dass mehr als die Hälfte sagen, dass sie nicht regelmäßig in die Werkstatt kommen, dann wäre das natürlich einer der ersten Ansatzpunkte, wie Sie Kunden dazu bringen, dass sie das eben schon machen. Im Detail liegt es dann natürlich schon an Ihnen, das so zu gestalten, dass eine Bindung an Sie auch für den Kunden attraktiv ist. Das heißt, zusammenfassend ist bei Werkstatt und Service so, dass die wichtigsten Eigenschaften nicht zufriedenstellend erfüllt werden, wobei die derart wichtig sind, dass es fast unmöglich ist, sie zufriedenstellend zu erfüllen. Das größte Verbesserungspotenzial gibt es eben sicherlich bei der Kompetenz, bei der raschen Durchführung und eben, wie gesagt, vor allem beim Thema Ersatzmaschinen. Die Zufriedenheit ganz allgemein mit Werkstatt und Service ist relativ hoch. Sie sehen da einen Wert, der knapp über 4 von 5 liegt. Das ist eigentlich ja, ein ganz guter Wert. Auf die Details komme ich da später nochmal zurück. Was wir aber schon sehen, es wurden die Kunden gefragt, wie sehr sie der folgenden Aussage zustimmen. Ich kann mich darauf verlassen, dass in der Werkstatt immer alles zu meiner Zufriedenheit erledigt wird. Und
Natürlich kann man das jetzt immer mit, ist das Glas halb voll oder halb leer sehen. Ich meine, immerhin sagen 38%, das stimmt immer oder so gut wie immer. Aber man kann das natürlich auch umgekehrt sehen, bei 60% gibt es in irgendeiner Form ein Verbesserungspotenzial. Ich meine, die 44%, da wird es wahrscheinlich nicht sehr viel sein, aber es gibt durchaus einen Anteil, der sich da eben im rechten Bereich bewegt, wo es dieses Potenzial schon gibt. Und ich möchte immer wieder betonen, wir reden von bestehenden Kunden. Da reden wir davon, dass das Leute sind, die Sie kennen, die Sie als Ihren wichtigsten Händler angeben. Anforderungen bei Ersatzteilen und bei Zubehör. Da machen wir das gleich wie bei der Werkstatt. Was glauben Sie, sind die wichtigsten Eigenschaften, die die Kunden erwarten? Das ist die Kompetenz der Mitarbeiter, ein umfangreiches Angebot und die rasche Verfügbarkeit. Thomas, kannst du bitte die nächste Frage ein? Genau. Dann die Teile online zu, also die Verfügbarkeit der Teile online zu prüfen, die Teile selbst zu bestellen und dann bei Ihnen abzuholen. Das Angebot an Originalteilen, das Angebot an alternativen Teilen, also an Nachbarteilen, nicht Originalteilen, die Qualität der Ersatzteile, eine Garantie bei Ersatzteilen und Zubehör und dann letztendlich der Preis. Was glauben Sie, welche drei Eigenschaften sind den Kunden am wichtigsten? Ja, wir sind ja schon wieder relativ beim Vollwerden. Jetzt haben wir auch die 80% Marke erklärt, darum gebe ich die Resultate frei. Ja, da muss ich sagen, da liegen Sie mit Ihrer Meinung ziemlich richtig. Es ist, ja, gehen wir es im Detail durch, aber Kompetenz, rasch Verfügbarkeit und die Qualität der Teile sind die Themen, die genau die sind, die den Kunden mit Abstand am wichtigsten sind. Bei der Kompetenz der Ersatzteilmitarbeiter ist natürlich so, dass dies auch da die wichtigste Eigenschaft ist. Wenn Sie das allerdings vergleichen mit der Kompetenz der Werkstattmitarbeiter, dann ist es in der Werkstatt natürlich noch einmal viel wichtiger als im Ersatzteillager. Die Erfüllung dieser Kompetenzansprüche, die ist in etwa vergleichbar. Ein umfangreiches Angebot und eine rasche Verfügbarkeit, das hängt ja meistens eins zu eins zusammen. Das ist 63% sehr wichtig, einem Drittel wichtig. Da liegt auch die Erfüllung hinter der Wichtigkeit zurück. Also 45% beurteilen das ist sehr gut, 39% gut, aber insgesamt liegt der Index doch merkbar hinter der Wichtigkeit zurück. Online zu prüfen, ob die Teile verfügbar sind und sie dann zu bestellen, da sind die Anforderungen natürlich recht unterschiedlich. Je einem Drittel ist es sehr wichtig oder wichtig. Was da schon auffällt, ist wieder ein relativ hoher Anteil, die das als schlecht oder sehr, sehr schlecht beurteilen. Das heißt, da gibt es für manche sicherlich ein Verbesserungspotenzial. Aber wie gesagt, da sind die Anforderungen sicherlich sehr unterschiedlich. Das hängt bestimmt damit zusammen, welcher Kunde das ist und welche Maschinen der betreibt. Original oder Nachbauteile. Wenn wir zuerst einmal den Blick auf die Wichtigkeit insgesamt richten, dann war es für mich zumindest schon überraschend, dass die Nachbauteile anzubieten wichtiger ist als das Angebot von Originalteilen. Ich meine, der Unterschied ist jetzt nicht sehr groß. Man kann auch sagen, das liegt in etwa gleich auf, aber es wäre jedenfalls vermutlich zu wenig, nur Originalteile anzubieten. Die Zufriedenheit ist in beiden Fällen ausreichend, aber bei Originalteilen natürlich ist das Angebot größer als den Kunden, das wichtiger ist. Das ist jetzt soweit eh wenig überraschend, aber die Kunden haben gerne eine Alternative. Die Qualität von Ersatzteilen ist natürlich ein wichtiger Punkt und die Qualitätsansprüche der Kunden sind nicht in dem Ausmaß erfüllt, wie sie das gerne hätten.
In dem Zusammenhang interessant ist sicherlich auch, dass die Qualität von Originalteilen großteils schon als besser beurteilt wird als die von Nachbauteilen, also Alternativteilen. Also wenn Sie da schauen, wie sehr die Kunden der Aussage zustimmen, dass die Qualität von Originalteilen besser ist, dann sagt einmal gut ein Drittel, dass das immer so ist und knapp die Hälfte, dass das meistens so ist. Es ist allerdings schon so, dass die Kunden sagen, dass es ihnen bei gleicher Qualität im Prinzip egal ist, ob das ein Original oder ein alternatives Nachbauteil ist. Ersatzteilgarantie ist jetzt kein so besonders wichtiges Thema relativ gesehen. Die Anforderungen sind da recht unterschiedlich. Für je knapp 40% ist das wichtig oder sehr wichtig. 5% beurteilen das Angebot als schlecht oder sehr schlecht, aber insgesamt muss man sagen, das Verbesserungspotenzial ist jetzt verglichen mit den anderen Punkten relativ gering. Das heißt, zusammenfassend, die Anforderungen bei Ersatzteilen und Zubehör, die wichtigsten Eigenschaften haben auch dort das größere Verbesserungspotenzial, das ist die Kompetenz, das ist das umfangreiche Angebot bzw. die rasche Verfügbarkeit und natürlich das Thema Qualität der Teile. Der Preis. Wir haben bei allen Kategorien, das heißt beim Verkauf, bei der Werkstatt, bei den Ersatzteilen, gefragt, wenn Sie alle Ihre Anforderungen bedenken, wie wichtig ist Ihnen dann der niedrigste Preis, also in der jeweiligen Abteilung. Und die Ergebnisse zeigen einmal zum einen, dass der niedrigste Preis eine relativ geringe Wichtigkeit hat. Jedenfalls deutlich weniger als viele andere Themen. Also den niedrigsten Preis zu haben, aber bei der Kompetenz sehr schlecht zu sein, beispielsweise, führt ganz bestimmt nicht zum Erfolg. Zum wirtschaftlichen Erfolg sowieso nicht, aber das wird auch keine Kunden anziehen. Und was schon auffällt, dass der preissensibelste Bereich eher nur der Bereich mit Ersatzteilen und Zubehör ist. Und bei Verkauf und bei Werkstatt ist es so, dass die Zufriedenheit mit dem Preis jedenfalls größer ist als die Wichtigkeit. Und bei der Zufriedenheit insgesamt sehen wir, dass sie relativ hoch ist, wobei man natürlich auch da wieder darauf hinweisen muss, wir reden von bestehenden Kunden. Und insgesamt sehen wir, dass die irgendwo zwischen 30 und 40% als mit sehr zufrieden beurteilt wird, zwischen 45 und gut 50% mit zufrieden. Das heißt, das sind insgesamt sehr gute Werte. Was ein bisschen beunruhigend ist, ist natürlich schon, bis zu 10% der Kunden sind in irgendeiner Form unzufrieden. Und auch das sind bestehende Kunden. Wenn wir also alle Umfrageergebnisse vom Verkauf über die Werkstatt bis zu den Teilen zusammenfassen, dann sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für einen Händler, ehrlich und zuverlässig zu sein, freundlich, sympathisch, wertschätzender Umgang gegenüber den Kunden, Zeit nehmen und erreichbar sein, Kompetenz in allen Bereichen, eine kundenorientierte Beratung im Verkauf, aber wahrscheinlich auch bei anderen Teilen. Vorführen und Testen war den Kunden sehr wichtig, die rasche Durchführung von Reparaturen und die Verfügbarkeit und die Qualität bei den Ersatzteilen. Also das so im Groben der Überblick über alle Umfrageergebnisse, die wir in diesem Zusammenhang gemacht haben. Wenn es dazu Fragen gibt, gern jetzt gleich, aber es geht natürlich auch, wenn jemandem im Nachhinein irgendwas einfällt, stehe ich natürlich auch gerne zur Verfügung. Ja, dann stell ich auch in die Runde. Also Fragen können wir im Chat beantworten oder die Hand heben. Ich kann auch Sprechererlaubnis geben bei Fragen. Ich sage danke, Josef, übrigens für deine Punktlandung. Ich bin richtig, richtig happy.
weil die meisten überziehen ja deutlich und man merkt, die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer sinkt nach einer halben Stunde ziemlich stark ab. Also von dem her ist es perfekt, wenn wir es kurz und knackig machen. Also wesentlich besser. Schauen wir mal, ob es im Chat eine Frage gibt. Moment sehe ich keine. Aber ich meine, der Josef ist ja gute Ansprechperson auch für die Zukunft. Wird sicher mit vielen Händlern auch persönlich sprechen, nehme ich an, mit großer Sicherheit und ist auch jetzt noch ganz gut verfügbar. Wenn es keine Fragen gibt, Josef, werden wir, glaube ich, beenden und hoffen, dass du ein paar Fragen per E-Mail kriegst, dass du ein bisschen Arbeit hast. Ja. Genau, also ich sag herzlichen Dank. Wie man sieht, gibt es viele Dinge, die man richtig machen kann und es sind auch viele Kleinigkeiten, die man relativ sofort beheben kann, meiner Meinung. Wie fast in jedem Unternehmen. So, ich hoffe, ich bin jetzt wieder da. Ja, jetzt bist du wieder da. Ich war mir nicht sicher, ob es an mir oder an dir liegt. Nein, das ist an mir gelegen. Ich habe eine kurze Internetunterbrechung gehabt, mitten in der Verabschiedung. Tut mir leid. Also von dem her hat die Unterbrechung eh gepasst. Zum Glück haben wir es nicht am Anfang gehabt. Ich sage herzlichen Dank für die Teilnahme. Freue mich auf nächste Woche am Freitag, wo ich ja selbst auch wieder als Referent aktiv bin. Und vor allem noch einmal auf den Tag der Landtechnik am 8. November, wo wir hoffentlich den einen oder anderen der Teilnehmer auch persönlich wieder treffen. Vielleicht passt sogar schon vorher bei einer Veranstaltung. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Josef, ich Vielen übergebe dir noch die letzten Worte. Dank. Ja, das klingt so nach Begräbnis. Ja. Na, ich möchte mich auch bedanken für die Teilnahme. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung. Es wird eben die Aufzeichnung verfügbar sein. Es wird auch die Präsentation verfügbar sein, wo am Ende auch meine Kontaktdaten drinnen sind. Sowohl, wie gesagt, bei Fragen, die diese Präsentation betreffen. Und das war durchaus ernst gemeint. Also wenn von Ihnen jemand Interesse hat, DeutzV oder JCB zu vertreiben, stehe ich wirklich Jetzt bei gerne mir zur wieder das Verfügung. Internet weg oder jetzt beim Josef? Ah, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich sage nochmal herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Das Netzwerkproblem. Danke und schönes Wochenende. Danke.